Polizist hat zu Boden geschaut, er konnte mir gar nicht in die Augen schauen und es war für ihn ganz schwer, mir zu sagen, dass meine Familie tot ist. Die Menschen denken, dass ihnen das nicht passieren könnte und können es gar nicht fassen, was man ihnen da zu sagen hat. Es hat so weite Kreise gezogen, so weite Kreise. Wir haben so viele Menschen um uns, die alle so betroffen waren, weil jeder ein Kind hat irgendwie in dem Alter und sagt, meins hätte genauso gut uns treffen können. Da waren plötzlich 350 bis 450 Leute in der Kirche und auf dem Friedhof und haben alle um Morten getrauert und geweint. Diese 2-3 Sekunden haben ausgereicht, um sein Leben auszulöschen. Die Bilder von Unfällen und die Eindrücke da vor Ort, die sind schon bedrückend genug. Viel emotionaler sind die Momente nach diesem Unfall.